Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, in einem Abonnenten-Special duze ich normalerweise, das werde ich jetzt auch gleich tun. Also vielen Dank für euer Interesse an diesem Kanal, 3000 Followern mittlerweile, worüber ich mich sehr freue. Und anstatt einfach diesmal eine Prämie wegzuschenken, ohne etwas dafür zu tun, greife ich eine Anregung aus dem Wintersemester auf, nämlich in einer Runde Mario Kart oder in einem anderen Spiel gegenseitig und miteinander in Wettstreit zu treten. Ich habe die letzten Wochen und Monate nach kostenfreien, kostenlosen Spielen geschaut, auf unterschiedlichsten Plattformen, die man kompetitiv gegeneinander spielen kann. Und es tut mir leid, das ist alles nur Murks. Deswegen habe ich mich jetzt doch entschieden, auf Mario Kart 8 zu setzen. Und wir spielen eine sogenannte Time Attack, also das heißt ein Zeitfahren gegeneinander. Und ich würde ganz kurz mal jetzt umblenden auf die Switch. Es tut mir leid, ich habe keine normale Switch, sondern nur eine Switch Lite. Deswegen kann ich das HDMI-Signal nicht abgreifen. Und deswegen muss ich mir hier so behelfen mit dem Abfilmen des Screens. Aber worum geht es ganz grob? Zunächst erstmal, wir fahren mit Mies, so sie oder so ihr einen eingestellt habt. Und das interessiert mich jetzt leider gar nicht. In folgendem Setup, nämlich dem Silberpfeil, dann mit den Rallye-Reifen und dem Segelflieger und einen der legendären Kurse im Panzer Cup, die Kumu-Weide für die in der Fassung des Wii. Und ich würde das Ganze jetzt mal vorbereiten, 150 Kubikzentimeter, das sollte voreingestellt sein. Und ich würde jetzt mal umblenden und versuchen, mich zu konzentrieren, damit das Ganze jetzt gleich nicht schief geht. Ja, das soll es gewesen sein. Also schlagt bitte die Zeit und wenn ihr sie geschlagen habt, dann schickt mir bitte ein Beweisvideo oder ein Beweisbild und dann gibt es ein schönes Special für euch, das wir dann hier, glaube ich, auch im Kanal noch zeigen. Also bis dahin, ich hoffe, ihr habt Freude damit und auf ganz bald, euer und ihr Alexander Lasch.